ich euch zu unserer letzten Pressekonferenz in dieser Saison vor dem Auswärtsspiel beim FSV Zwickau. Maurizio Jacobacci neben mir begrüße ich natürlich auch. Und wie immer starten wir direkt mit euren Fragen und ich schaue in die Gesichter, wer beginnen möchte. Oliver Griss greift zum Mikro, ja. Dann fang du gleich an. Servus, Herr Jacobacci. Es gibt ja einige Personalentscheidungen jetzt in den letzten Tagen. Yannick Deichmann wird den Verein verlassen, Marius Wöhrl wird seinen Vertrag bei 60 erstmal nicht verlängern. Wie nehmen Sie das als Trainer auf? Ja, ich habe das zu akzeptieren. Man kann nicht alles entscheiden. Aber entscheidend ist natürlich, dass wir so positiv wie möglich auch bleiben, auch in dieser Situation. Und versuchen mit den uns gegebenen Möglichkeiten das Beste schlussendlich rauszuholen. Jakob Eischner. Was ist das Beste, was Sie aus der Situation rausholen können? Dass wir Lösungen versuchen zu präsentieren. Das ist wichtig, dass wir auch wissen, okay, das ist die Situation, was für Lösungsansätze gibt es und was können wir tun, um eben auf solche Dinge reagieren zu können. Wer sind denn da Ihre Gesprächspartner? Jetzt haben wir heute hier einen Vizepräsidenten da, Hans Sitzberger, von der einen Gesellschafterseite. Es ist ja wichtig, dass man ein ordentliches Budget aufstellt. Ist ja bei 60 auch wichtig, weil man ja große Ziele hat. Prinzipiell der Verein hat eine große Tradition hinter sich und man will ja in die Zukunft gehen, in eine positive Zukunft. Und die positive Zukunft kann nicht Dritte Liga lauten. Ja, das wissen wir alle. Wir wollen natürlich aufsteigen, das ist klar, das sind große Ziele, aber die Realität im Moment sagt etwas anderes. Die Realität ist, dass wir 9 Spieler verabschiedet haben im Moment und sind wichtige Abgänge. Ich hätte mir gewünscht, dass Minimum 4 bleiben könnten, aber gut, meine Legs konnte man nicht umstimmen. Aber wir sehen, was Lex für einen Wert hat für diese Mannschaft. Er hat es noch einmal unter Beweis gestellt. Ich will dann nicht andere Namen noch nennen. Aber ganz klar ist, dass ein großes Stück von dieser Mannschaft herausbricht. Und die zu ersetzen wird nicht einfach sein. Auch weil eben, wir wissen alle, 30% des Budgets, des vorhandenen Budgets, das wir hatten, bricht auch weg im Moment und das ist nicht wenig. Jetzt vergleiche ich das mal. Sie kommen aus der Schweiz, wenn jetzt ein großer Verein wie der FC Basel zum Beispiel, wenn es da so eine Aktion gibt, beziehungsweise wenn er in Zukunft mit weniger Budget umgehen muss, was wäre dann los, beziehungsweise hören Sie auch Argumente, warum das so ist? Ja, kann sein, ja, kann sein. Aber noch einmal, das Tagesgeschäft ist unser Tagesgeschäft und mein Tagesgeschäft ist, das Sportliche anzusehen und versuchen, noch einmal die bestmöglichen Lösungen zu präsentieren oder zu finden. Finden ist natürlich auch etwas sehr, sehr Wichtiges. Auf was für Spiele können wir gehen, die in unser Budget reinpassen auch. Der FC Basel hat eine fantastische Nachwuchsabteilung gehabt, vielleicht heute weniger, aber sie hatten dort sicher ein großes Potenzial, immer wieder junge Spieler nachzuziehen. Ich glaube, hier hat es den einen oder anderen auch, der gewisse Qualitäten hat, nur eben, man muss einfach aufpassen, dass man nicht in der Not die Jungen raufzieht. Die Jungen, sie müssen hinzugezogen werden in einem bestehenden Kader, um sie zu weiterentwickeln. Das heißt eben, wenn man von einem 20- oder 23-Mann-Kader
ausgeht, ja, wie bei uns zum Beispiel, 20 Feldspieler und 3 Torhüter. In diesen 20 Feldspielern haben 3 Nachwuchsspieler die Möglichkeit oder sollten 3 Nachwuchsspieler die Möglichkeit haben, regelmäßig mit der ersten Mannschaft trainieren zu können, um sich eben weiterzuentwickeln. Wenn es dann mehr sind, ich zähle da jetzt die Wörls, die Morgallas nicht mehr hinzu, weil sie ein Bestandteil sind dieser ersten Mannschaft. Aber weil wenn es mehr sind als 3, dann ist die Qualität des Trainings weniger hoch, ganz klar. Und darum gilt es eben für mich, so ein Profil aufzustellen, um eben den Jungen auch die Plattform zu bieten, über die Trainings, über eine Zeitspanne, ja, nicht nach einer Woche, 2 Wochen, einem Monat, er muss sich versuchen zu etablieren, höhere Intensitäten abzuspulen, um eben an Qualität zu generieren. Also er muss sich dann, automatisch wird er sich verbessern. Aber wenn wir mehr als 3 im Team schon haben und wir holen noch einmal einen hinzu, was sagt sich dieser Junge? Ja, wenn der da ist, dann kann ich auch da sein. Wenn der spielt, dann kann ich auch spielen. Das ist nicht das Richtige. Das Richtige ist, die sollen Freude haben, mit der ersten Mannschaft trainieren zu dürfen, schon trainieren zu dürfen. Nicht mit dem Gedanken zu spielen schon, ja, ich will doch spielen, ich will doch spielen, ich kann doch spielen. Nein, es geht um diese Grundsätze. Wo siedeln Sie da Mansur Uru Takpar ein? Er ist der U19-Kapitän, hat viel Talent. Hat Qualitäten, ja. Talent ist dann noch zusätzlich, ja. Dass der Vertrag, glaube ich, auch noch nicht verlängert. Bleibt er oder geht er? Das ist noch nicht ganz klar. Aber wie gesagt, er hat, ich glaube, in der U19 8 Tore geschossen. Ich glaube 6. Sogar 6. Ich dachte, er hatte 8 Tore geschossen. Er hat noch, glaube ich, 6 Assists vielleicht. Aber er sollte in der U19 15, 16 Tore geschossen haben, nicht nur 8. Das ist wichtig auch. In der U21 hat er noch kein Tor geschossen. Er hat auch dort gespielt. Er hat ein gewisses Potenzial. Großgewachsen, physisch präsent, Körper. Er hat etwas. Die Schnelligkeit, Explosivität. Aber er hat auch andere Sachen, die absolut verbessert werden müssen. Kopfball, das einfache Spiel, die Kontrolle an Mitnahme und. Und das kann er eben bei uns weiterentwickeln. Aber er braucht auch individuelle Trainings. Aber diese Defizite, die hat er schon lange, die hätten schon aufgehoben werden sollen, ein wenig früher. Das ist noch nicht geschehen. Und darum sage ich, normalerweise kann es nicht sein, dass ein Spieler noch so viele Defizite hat und in die erste Mannschaft kommt und es dort wegtrainieren muss. Das sollte vorher geschehen. Weil er sollte in der ersten Mannschaft am taktischen arbeiten, an der Intensität, mit dem Ball, ohne Ball und so weiter. Das Kopfballspiel. Er ist Stürmer. Er kann nicht köpfen. Ja, aber es ist eine Grundvoraussetzung für einen Stürmer. Ja, wir reden jetzt von Mansur, aber es hat andere, die auch kein Kopfballspiel haben. Aber das ist ja ein prinzipielles Problem im deutschen Fußball, dass es diese Mittelstürmer nicht mehr gibt, wie früherer Tage, Horst Rubisch zum Beispiel, Rudi Völler, Herbert Waas,
also die jetzt noch ein bisschen weiter zurücklegen, Oliver Bierhoff zum Beispiel, dann Miro Klose, diese Stürmertypen gibt es ja nicht mehr im deutschen Fußball. Gibt es vielleicht noch ein paar gute Torhüter, aber das ist ja prinzipiell ein Problem im Nachwuchsleistungsbereich. Ja, aber noch einmal, ich glaube, wir können sicher da noch mehr machen. Ich glaube, man kann immer etwas mehr machen, das ist klar. Und das Ziel jedes Trainers ist natürlich, das Beste aus einem Spieler rauszuholen. Ich rede jetzt nicht von mir nur oder von der ersten Mannschaft, aber auch im Nachwuchsbereich. Sie sind auch intentioniert, aus jedem Spieler das Optimum rauszuholen, ihn weiterzuentwickeln. Und wir Trainer von der ersten Mannschaft, können dann auch profitieren von ihrer Arbeit. Aber noch einmal, es braucht einfach auch diese gewisse Geduld, zu viele Schritte auf einmal machen zu wollen, weil es braucht wirklich den Step to Step. Dann Jakob Altschner. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt, aber es scheint, dass Sie dieses Thema ziemlich aufwühlt. Machen Sie sich Sorgen um die Kadergestaltung fürs nächste Jahr? Über den Spagat zwischen Jung und Alt? Nein, nicht den Spagat zwischen Jung und Alt. Die aktuelle Situation ist sicher nicht im Moment optimal. Das müssen wir auch klar sagen. Wir haben viele Abgänge. Wir haben im Moment keine Zuzüge, wenig Zuzüge. Die werden sicher auch kommen. Aber wir wissen auch im Moment, was für ein Budget wir zur Verfügung haben. Und mit diesem Budget können wir uns nicht viele Transfers leisten. Und mal Hand aufs Herz, wie optimistisch sind Sie, dass Sie die Abgänge, zu denen ja auch der Kapitän gehört, zu denen die Doppel-6 gehört, dass Sie die auch wirklich gleichwertig ersetzen können? Ich bin eigentlich sehr Optimist, von Grund auf. Und ich weiß, dass gewisse Situationen am Anfang nicht so rosig aussehen und am Schluss entsteht dann etwas sehr Positives. Und ich glaube, wir alle wollen hier bei 60 München das Bestmögliche. Und ich glaube, es braucht noch Geduld. Vor allem hier jetzt im Moment. Und ich glaube, die Zeit wird Rat bringen. Dann wechseln wir die Seite zu Matthias Eicher. Ich hätte eine Anschlussfrage, Herr Jakobacci, gerade bezüglich der Neuzugänge. Also Sie hatten ja Spiele im Auge, ist ja klar, müssen Sie ja auch haben. Aber sind diese Spieler dann nicht machbar oder was weiß ich, einer von fünf oder muss man sich dann eben im Regal weiter unten bedienen? Hoffen Sie möglicherweise noch, dass am Etat doch noch was zu verbessern ist? Wie ist da so die Lage? Ja, wir werden jetzt sicher mit dem uns zur Verfügung gestellten Budget, was da ist, versuchen, die bestmöglichen Spieler für 60 München zu verpflichten. Und das können nicht Durchschnittsspieler sein. Ich habe es auch mal gesagt, ich begnüge mich nicht mit Durchschnittsspielern. Wir müssen mit den gegebenen Mitteln auch da versuchen, gute Spieler an 60 München zu binden. Jetzt, wie viele können wir machen? Das ist eine andere Frage mit diesem Budget. Aber wir werden uns nicht sicher Durchschnittsspieler leisten, nur damit wir einen Spieler mehr machen können. Das ist nicht in meiner Idee. Oliver? Herr Kobacki, wenn man sich Ihren Punkteschnitt anschaut, ich glaube, der liegt bei 1,62, wenn mich nicht alles täuscht.
kann man mit in der nächsten Saison diesen Punkteschnitt halten? Also aus Ihrer persönlichen Sicht, weil Sie sind ja ein erfolgsbesessener Trainer, Sie wollen natürlich Erfolg haben, weil sonst würde man den Job ja nicht machen. Und ich glaube nicht, dass man sich dann mit Mittelmaß zufrieden gibt, wenn man prinzipiell immer nach oben strebt. Das macht ja eigentlich ein Sportler, der will ja immer besser sein. Ja, wie sehen Sie das? Ist Ihr persönlicher Punkteschnitt in Gefahr? Ich meine, klar, Sie wollen natürlich den Verein entwickeln, aber das hören wir jetzt schon seit vielen, vielen Jahren hier. Aber Sie, wenn Sie sich auf sich persönlich schauen, auf Ihre eigene Statistik, ist im nächsten Jahr dieser Punkteschnitt noch drin für Sie persönlich? Gut, ich muss ehrlich sagen, ich habe mir noch nie solche Gedanken gemacht, weil nicht ich im Rampenlicht eigentlich stehen, in dem Sinne stehen will oder was meine Person anbelangt. Ich glaube, der Erfolg geht über ein Kollektiv, ganz klar. Die Mannschaft ist das wichtigste Gut eines Vereins, eines Clubs und für den Trainer auch enorm wichtig. Noch einmal, meine Aufgabe ist es, jeden Spieler weiterzuentwickeln. Und Weiterentwicklung heißt, die Mannschaft entwickelt sich. Und wenn sich die Mannschaft entwickelt, kommen auch die Resultate. Und wenn die Resultate kommen, sind wir alle glücklich. Es stimmt, ich meine, ich muss ehrlich sagen, ich bin eigentlich, was in der letzten Zeit hier passiert ist, bin ich eigentlich stolz. Weil es war wirklich nicht einfach. Und wie ihr auch immer auch gesagt habt, wir sind im Niemandsland. Und trotz allem Resultate zu liefern im Niemandsland, jetzt in dieser Situation, wie wir sie erlebt haben und gelebt haben, muss ich der Mannschaft ein Riesenkompliment machen. Sie hat mitgezogen. Die letzten 8 Spiele nach dem Dortmund-Spiel, nach dem 4-1, ich habe gesagt, es kann auch etwas Positives sein, diese Niederlage, wenn wir sie verstehen. Und wir haben aus diesen letzten 8 Spielen 5 gewonnen, 1 Unentschieden und 2 verloren. Das Unentschieden gegen Essen hätte ein Sieg sein sollen. Ja, das müssen wir auch ganz klar sagen. Aber wir haben 2 Spiele auswärts verloren gegen Wien Wiesbaden. Hätte nicht sein müssen, aber es wäre Wien Wiesbaden, einer, der um den Aufstieg spielt. Und Saarbrücken, was auch nicht einfach ist. Und wir wissen, wie wir nach Saarbrücken gegangen sind. Darum sage ich, dass die Mannschaft wirklich mitgezogen hat. Und das ist für mich Erfolg. Erfolg. Und das hat auch gezeigt, dass eigentlich die Mannschaft zu mehr fähig gewesen wäre. Aber trotzdem nochmal zurückzukommen, Sie müssen ja auch auf sich selber schauen. Wenn die Ergebnisse nicht stimmen, dann ist der Trainer oft das schwächste Glied in der Kette und da muss man auch ein bisschen, prinzipiell hat der Verein ja einen Anspruch eben nach oben, ja, in der dritten Liga, wir reden von der dritten Liga immer noch, aber auch Sie, ja, Sie am Ende dann die Ergebnisse und dann heißt ja, reicht es für höhere Ziele? Ja, ich glaube, wir können ja im Moment von Zielen gar nicht reden. Wir wissen ja noch gar nicht, was für ein Kader am Schluss stehen wird. Das wissen wir noch nicht. Und am Schluss des Tages werden wir einen Kader präsentieren und jeder kann sich auch seine Gedanken machen. Wie stark ist dieser Kader? Wen haben wir geholt? Ist es wirklich möglich, dieses Resultat oder dieses Resultat zu holen? Und am Ende des Tages muss man auch dann klar sagen, hey, wir spielen um den Abstieg. Oder wir spielen um etwas anderes. Und wenn man um den Abstieg spielt, dann kann ich wahrscheinlich von mir selber nicht erwarten, dass ich einen Schnitt von 2 Punkten habe pro Spiel. Das geht nicht. Die Transferperiode dauert ja prinzipiell bis zum 31.08. meines Wissens auch heuer oder 2.09., keine Ahnung genau, also in dem Dreh rum. Glauben Sie, dass Sie diese Zeit brauchen, um dann am Ende den Kader auch dann zu haben? Oder sagen Sie, ich will schon mit Start der Sommervorbereitung den Kader haben, den ich brauche?
Ja, klar, für jeden Trainer wäre es natürlich vom Vorteil, wenn er den Kader schon anfangs Vorbereitung zur Verfügung hätte. Oder vielleicht fehlt ein Puzzle noch, ein Puzzlestein. Aber wir wissen alle, wenn wir ein nominell guten Kader präsentieren wollen, dann wird es den Investor brauchen. So einfach ist es. Machen wir weiter bei Jakob Eisner. Das hat mich gerade stutzig gemacht. Halten Sie es für möglich, dass 60 im nächsten Jahr nur gegen den Abstieg spielt? Also, wenn ich heute antworten muss, dann sage ich ja. Heute. Heute. Aber ich weiß, dass wir unsere Aufgaben so machen werden, dass es nicht nur dieses Ziel sein soll. Also wäre es wichtig quasi auch, dass man den Investor mit einbindet in die Gespräche aus Ihrer Sicht, weil ja, man braucht Geld, haben Sie selber gesagt, damit man eine vernünftige Mannschaft eben ins Rennen schicken kann. Es braucht alle, damit wir eine anständige Mannschaft auf die Beine stellen können. Jetzt gehen wir mal zum Sport zurück. Morgen oder am Samstag das letzte Saisonspiel in Zwickau. Ist klar, das Spiel um die goldenen Ananas. Zwickau ist schon abgestiegen. Ihr könnt euch noch, glaube ich, um einen Platz verbessern. Mit welcher Order gehen Sie in das Spiel rein und gibt es vielleicht noch den einen oder anderen Jungen, der sein Debüt feiern wird in der dritten Liga? Ja, mit den Jungen ist auch so eine Sache. Wir haben noch ein Training vor uns. Wir haben doch den einen oder anderen, der noch angeschlagen ist. Und ich hoffe, dass er dann am Schluss noch mittun kann. Sonst wird es auch schwierig, da einen Kader von 20 zu präsentieren. Marco Hiller ist seit 2 Wochen draußen, hat aber zwischendurch mal trainiert wieder. Was ist mit ihm los? Wird er geschont für die neue Saison oder was ist genau bei ihm? Nein, also er hat wirklich das Problem da an der Nähe der Kniekehle, ein Muskel. Er hat sich jetzt noch einmal behandeln lassen. Es geht besser, aber es ist klar, das bringt nichts, jetzt irgendetwas zu forcieren. Er spürt einfach noch diesen Schmerz, aber es geht schon besser und das ist auch wichtig, dass er vor Ende der Spielzeit jetzt dann schmerzfrei sein kann, damit er dann wirklich das individuelle Programm machen kann, um eben am 23., wenn der Start ist, zu den Trainings, dass er dann wieder voll einsatzfähig ist. Und ist passiert, aber noch einmal, lieber jetzt als dann in der neuen Spielzeit. Matthias? Trainer, können Sie sonst noch sagen, wer sicher ausfällt oder wer noch auf der Kippe steht fürs Spiel? Das sind ja dann eine ganze Menge an Spielern. Ja, sind schon ein paar. Wobei der Lackenmacher hat einen Todesfall in der Familie, leider heute Nacht. Und er hat heute nicht mittrainiert. Ich habe ihn eigentlich freigegeben, weil er absolut nicht in der Lage war zu trainieren. Sein Großvater ist gestorben und muss man schauen, ob er wirklich mit der Kopf auch bei der Sache sein kann, wegen dieser Situation. Dann ist der Steinhardt, der auch ein Problem hat, kleines muskuläres Problem, wobei ich hoffe, er hat heute Morgen trainiert. Ich habe ihn dann rausgenommen und wir werden morgen schauen, ob die Möglichkeit besteht, dass er mit uns kommen kann. Und dann sind natürlich der Moll, der Adduktorenprobleme hat, der die ganze Woche jetzt nicht dabei war, und der Mogalla ist wieder zurück. Also von daher, der Wörl ist auch wieder zurück. Also da haben wir wieder 2 zusätzliche Spieler, die dabei sein können. Das ist auch sehr positiv, wobei wir wissen, auch der Werlat ist gesperrt. Also einer kommt, einer geht, aber wichtig ist, dass wir dann
mit dem Spielermaterial eben das Resultat holen, was wir uns alle wünschen. Und das ist ein letzter Sieg in dieser Saison. Jakob? Seit gestern ist ja hinlänglich bekannt, dass auch Profitrainer mal nach Mallorca fahren, um ihre Mannschaft zu begleiten. Die Löwenmannschaft hat das, glaube ich, auch vor. Würden Sie da mitfahren? Also ich glaube, es ist wichtig, dass sich die Mannschaft austoben kann, wie auch immer, wo auch immer. Nach einer langen, doch schwierigen Saison. Und ich glaube, es tut auch gut mal, wenn sie sich alleine miteinander finden können, ohne Trainer oder Trainerstab zu haben. Matthias? Da muss man gleich mal anknüpfen. Was haben denn Sie vor dann jetzt in den nächsten Tagen und Wochen? Also wie viel Urlaub ist nötig oder möglich? Wie viel Arbeit müssen Sie auch jetzt in eben die Kaderzusammenstellung und die Baustellen bei 60 stecken für die nächste Saison schon? Ich werde noch hier in München bleiben, weil ich habe eine kleine OP. Nichts Weltenregendes, ein kleines Problem am Meniskus. Und das ging jetzt wieder besser. Aber ich will das jetzt machen, weil die Zeit gegeben ist, um es zu machen. Und werde dann so am 5. so versuchen, in die Schweiz zurückzufahren. Auch die Möglichkeit nutzen, meine Eltern zu besuchen in Italien, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Und so werde ich versuchen, ein wenig meine Zeit zu gestalten. Ich werde versuchen, das natürlich zu kombinieren mit meiner Lebenspartnerin, um auch zu ein, zwei Tage irgendwo in Italien zu verweilen. Aber es ist klar, dass das Tagesgeschäft 1860 präsent sein wird. Sicher in Kontakt sein werde mit den entsprechenden Personen, um eben an der Kadenplanung weiterzukommen. Damit wir eben am 23. Juni, wenn möglich, mit vielen, vielen Spielern ins Tagesgeschäft reinzukommen. Also bleibt auch in Italien das Handy an. Also bleibt auch in Italien das Handy an. Wie meinen Sie das? Ob du erreichbar bist in Italien. Ob du erreichbar bist. Ah, ob ich erreichbar bin in Italien? Ja, sicher, ja. Ja. Habe es nicht verstanden. Ja. Es ist eine intensive Zeit. Und noch einmal, wir alle wollen wirklich das Bestmögliche. Resultat und darum gibt es nur eines, diese Zeit jetzt zu nutzen, um die bestmöglichen Lösungen präsentieren zu können für alle. Aber zu den Worten brauchst du natürlich auch Taten, oder? Also reden kann man ja viel, aber der Fan, der ja wieder Dauerkarte kaufen will, braucht auch eine Perspektive. Und wenn man sich dann mal in den Fan hineinversetzt, die Dauerkartenpreise werden teurer, ja. Auch ist logisch. Inflation und so weiter und Betriebskostensteigerung, aber man muss ja dem Fan auch was bieten. Ja? Wenn es wieder so jetzt auf dem gleichen Niveau abgeht, dann ja, ist es ein bisschen schwierig, da muss man natürlich abwägen. Was will man? Kauft man sich die Dauerkarte wieder? Und deswegen ist es ja wichtig, dass der Verein eine Perspektive hat. Alles klar, wobei ich glaube auch, der Fan versteht auch vielleicht gewisse Situationen, die im Moment da sind. Wobei ich nachher einen Appell mache an die Fangemeinschaft, so oder so, wir brauchen die Fans, weil sie sind enorm wichtig, in eine wie auch in die andere Richtung. Und diese Unterstützung ist enorm wichtig. Und darum mein Appell an die Fans: Bleibt uns treu und unterstützt uns weiter, wie sie das gemacht haben über die ganze Saison. Und klar,
wir wollen alles so positiv wie möglich umsetzen. Und das wird sicher mein Hauptziel sein, eine Mannschaft so zu formen, zu trainieren, dass sie auch Freude bereiten kann. Aber noch einmal, es braucht dann am Schluss Qualität, wenn man gewisse Ziele erreichen will. Und ja. Und die Fans werden uns auch am Samstag nicht im Stich lassen. Über 1300 Fans reisen mit nach Zwickau zum letzten Spiel. Und damit denke ich, können wir es für heute auch bewenden lassen. Vielen Dank euch. Danke Maurizio. Und dann sehen wir uns am Samstag in Zwickau. Danke euch.